In der Königsstraße in Hude wird derzeit ein Regenwasserkanal eingebaut. Damit sollen die Entwässerungsprobleme in diesem Bereich der Vergangenheit angehören. Ein neuer Vorfluter soll nun größere Wassermengen schneller aufnehmen und abtransportieren. Zum Teil war in der Königsstraße bislang ein 30 cm Rohr verlegt. Nun werden Rohre mit 60 bis 70 cm Durchmesser eingebaut. Bislang offenliegende Gräben wurden erneuert und ausgebaut. Verschlossene Gitter sollen verhindern, dass Kinder oder Tiere in die nun viel größeren Rohre hineinkriechen können. Zum Gesamtkonzept gehört auch ein neues Regenrückhaltebecken, das an der Maibuscher Beke gebaut wurde. Sollte dessen Kapazität nicht ausreichen, gibt es einen Überlauf in die Beke. Das Projekt kostet die Gemeinde 570.000 Euro.